Er ist ein Mann, der genau weiß, was er sagt und genau denkt, was er meint. Ein Westerwelle würde jetzt sagen, es sah ein Knab einen Rösler stehen. Nein, es hatte ein Knab einen Rösler stehen. Ah, nee. Egal, aber jetzt, wir müssen ihn jetzt natürlich auch mit einem sehr akademischen, überschwänglichen Applaus begrüßen. Denn er ist kein geringerer als der Berater von der berühmten Agentur von Mac, Kirmes und Co. Hier ist Hollywood! Vorbeigekommen hier, ne? Der Onkel hat mich eingeladen. Jetzt haben wir ja ein paar Monate Sommerpause hier, ne? Dann habe ich gedacht, bist du nicht arbeitslos in der Zeit, ne? Und habe mir einen super Job gesucht, Leute. Einen super Job. Ey, wir hatten so einen toften Sommer, ne? Der war so super, der Sommer, ne? Der ging von Mitte August, glaube ich, bis Ende August, ne? Ein super Sommer! Und da habe ich gedacht, ja Junge, was machst du jetzt, ne? Und da habe ich mich beworben. Bist du als was? Als Bademeister in Grugabad. Ja, da bin ich hinzugestellt und sag, da bin ich. Hey? Da sagten die immer, hast du schon mal so als Bademeister gearbeitet, ne? Ich sag, muss man das oder was, ne? Ja, sagt sie, klar, musst du das, ne? Wenn du Bademeister bist, kannst du nicht einfach sagen, ich bin Bademeister, ne? Ja, sag ich, hab ich schon gemacht, ne? Hab da ein bisschen was gefälscht, ne? Hingelegt, sag, war schon überall, ne? Hab den Job gekriegt. Ja, und dann habe ich mir überlegt, so als Bademeister hatte ich ja natürlich noch nie gemacht, da wusste ja keiner, ne? War ja vorher auf Kirmes, aber ist egal, ne? Ist der gleiche, ne? Ja, sieh doch, das ist genau das gleiche. Die gleichen Leute, die triffst du alle wieder da, ne? Ja, sicher. Bruder, was triffst du alle wieder, alle, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, immer, Junge, als Bademeister, ne? Musst du dir was vorstellen, ne? Das Ganze ja so schlecht, so eine Badeanstalt, ne? Ja, überlacht mal, ne? Aber da bin ich erstmal schön bei C&A, ne? Hab mir was Schönes im Anziehen gekauft. Ja. Gehst im Arsch, immer. Immer ein super Bademeister-Ausfit, ne? Muss ich euch zeigen, mach. Pass auf, euer Zimmer. Ey, du gehst kaputt, ey. Das ist so geil. Ja, das ist sexy, ne? Immer, ne? Am Mäuschen, ne? Immer, weißt du, warum ich keine Haare auf dem Brust hab? Auf Beton wächst nix! Pass auf, ne? Immer, ne? Mein erster Arbeitstag, der war so geil, aber da muss ich euch gleich erzählen. Immer. Guck mal hier, ist das cool? Ist das cool? Hä? Da bringst du den Sommer mit ins Grugabad! Die böse Zungen behaupten, ja, ist der Body hart wie Stein, zunker sich wohl Mörtel rein. Da ist er. Dann habe ich gedacht, immer, so als Bademeister, das ist ja nun mal ein Job. Alter, was du machst, du entscheidest über rein oder raus, aus dem Wasser. Und damit die dich hören, alle, die da sind, und das sind viele, musst du ein Signalinstrument haben. Raus! Hör mal, lach nicht! Da musst du trainieren, da kannst du nicht so aus dem Steg reifen. Raus da! Hey, meinst du mich? Das hier mal ich dich! Nee, mach, dass du da wegkommst, du! Jetzt komm ich dir da rein, du, da kriegst du Buch, ne? Ja, und da hab ich da schön angefangen, ne? Erster Tag. Aber lach doch nicht! Aber was denn in Grugabad oder was? Das ist ein knallharter Job! Ne? Knallhart! Der erste, ne? Oh! Ey, Bademeister, ey, oh, ey! Mich tun die Augen brennen! Der sei rund, wie ein Augenarzt oder was? Ne? Boah, ne, hier schwimmt so Zeugs im Wasser, ne? Ja, sei, du bist ja ohne Birne, du! Sei! Du musst dir mal eine richtige Klobrille kaufen, dann beißt er auch nicht mehr, ne? Hab ich in meine gebummt, ne? Hier, immer. Guck mal hier. Ich sag, guck mal.
Damit kriegst du nichts mehr in die Augen, mein Sohn, ne, hab ich gesagt, ne? Hab ich ihm dann geliehen, ist er den ganzen Tag damit rumgepaddelt, ne? Hat gut geklappt, aber wirklich war netten eigentlich, ne? Hey, ey, das ist Klettverschluss, ja, bleibt an der Frisur hängen, hast du gesehen, du? Voll gut, ja, alles da, ne? Hör mal, dann schwimmt da so einen kurzen rum, ne? Und ich denke, ne? Moment, mein Freund. Ich sag mal, guck mal hier, was ist denn da, was wird denn da, ne? Und die können heute wirklich alle nicht mehr sprechen, die Kinders, ne? Die machen, Alter, ne? Ich sag hier, Alter, die Bademütze, raus aus dem Wasser! Sag ich, du machst uns das ganze Wasser dreckig mit deinem Schopf! Und außerdem ist das nicht richtig, was du da machst, das ist gefährlich hier! Ja, keine Bademütze. Ich sag, ich hol dir eine, mein Freund. Ich hol dir eine. Und an dem Tag, ey, ihr werdet lachen, ich hab 300 Bademützen verteilt. 300. Ey, aber da guckt der Rotze mich an. Was hat der gesagt? Was hat der gesagt? Ne. Der will keine Bademütze. Ich sag mal, meinst du denn, was das ist? Der meint, das ist ein Bauhelm. Ich sag, hör mal, siehst du nicht richtig? Ja, ich dachte, kein Bauhelm im Wasser. Ich sag, das musst du. Das ist von der Berufsgenossenschaft. Jetzt stell dir mal vor, da springt einer vom Rand, der springt ja auf Geld. Du bist tot. Da soll ich verhaften? Da hier. Das musst du dir vorstellen. 300 mit so einem Mütze. Ey. Hör mal, 300 mit so einem Mütze. Im Wasser. Ich oben auf meiner Aussichtsplattform. Weißt du, wie das aussah? Wie das Schildkrötenbecken. Immer hier im Löwelke-Museum. So sah das aus. Aller Respekt, nur wegen der Pfeife. Und nur, weil du die gemacht hast, ne? Mann, das ist super. Aber das ist richtig geil. Was hab ich denn da noch gehabt? Pass mal, guck mal eben. Kommt da eine Mutti zu mich hin, ne? Da sagt die, ne? Meine Kleine, ne? Kann die bei Ihnen Seepferdchen machen? Immer, ich sag, hä? Von mir kann die den weißen Hai machen, ne? Ja. Ja, so ein Seepferdchen. Ja, sagt sie, nee, ein Seepferdchen. Ich sag, ich hör mal, meinst du, ich bin hier im Sea Life? Ich sag, pass mal auf, wenn sie sagt, Ruderbad. Da sagt sie, nee, ich mein doch hier so ein Abzeichen. Ja, sag sicher, ein Seepferdchen. Sag ich, klar, kann die Seepferdchen mal wir machen. Ich die Kleine genommen, ich Wasser geschmissen, ne? Schwimm! Ne, immer so. Schwimm! Ich sag, du sollst schwimmen! Die Mutter, ich hab doch keine Hose! Was ist doch dumm, du Hose? Sie hat gesagt, du schwimmst doch! Nicht weit, aber tief! Ja, ey, na, ich bin eine Minute auch rein, hab die rausgeholt. Boah, was ein Arschkalt, ey, man kann es in die Bahn gehen. Aber wär's, ne? Ja, ich sag, tut mir leid, das hat ihn nicht verstanden. Ich sag, tut mir leid. Ja, das ist eh fertig, Mann. Aber die kommen ja auch blurren da, ne? Weil du krepierst. Aber du gehst. Und hör mal, da musst du dir reinziehen. So ein Rotziger, ne? Hör mal, pass auf. War eigentlich von euch schon mal in Ruderbad? Hä? Hör mal, 10-Meter-Turm. 10-Meter-Turm, ne? Hör mal, weißt du, so ein Sturm, 13 Jahre alt, ne? Geht da hoch, ne? 10 Meter steht der da oben an der Kante, ne? Hör mal so, ne? Hör mal, da kriegt er so eine Angstattacke, ne? So eine Krampfangst. Kennst du das? Hör mal, der hat sich da um das Geländer geschlungen. So. Ne? Und ja, die anderen alle immer, warte mal, die kriegen wir nicht mehr ab, ne? Warte ab, super, ne? klar, muss ich hoch, ne? 10 Meter, ey. Keine Höhe. Hör mal, als ich da oben ankomme, ne? Hör mal, der hing da links an den Gelände dran, ne? Ich so, ne? Hör mal, 10 Meter, hör mal. Ich hab gedacht, ich bin hier in Acapulco. Hör mal, auf Kippe. Jetzt, wie soll ich den abmachen? Der hing, ey, kurz, ey, da war ja hier das Gelände. Hier an der Kante. Hör mal, der hängt ja hier an der Kante. Jetzt stehe ich da, ne? Hör mal. Den Jungen ab, ne? Ich dann so, ne? Und weißt du, wie das am Ende aussah? Wenn man, ich nehme den so, wenn man. Und da muss man ja sagen, die Essener Feuerwehr ist wirklich, die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Da habe ich gesagt, Helm ab vorm Gebet, Jungs. Ne? Für die da mit dem Leiterwagen und alles, perfekt. Ne? Haben den auch gestreichelt, der hat sich dann gelockert, ne? Ne, das war wirklich richtig schön, ne? Ja, und dann bin ich wieder runter, ne? Und dann hatte ich
einen super Einsatz zu machen. Was ist das denn hier? Mal hinter meiner Kapierkette fest. Ja, ist egal. Hör mal. Mal Wellenbecken. Warst du schon mal in dem Wellenbecken im Gruger? Warst du da schon mal? Hör mal, pass mal auf. Hör mal. Da kommt ein Typ an. Ne? Pass auf. Ne? Der war mindestens, ne? Aber so. So, noch mehr. Geht vorne rein, schwimmt hinten bis da, wo die Wellen rauskommen. Ich sehe das direkt. Raus, mein Freund! Sofort raus! Ne? So. Ey, ich sag, guck dich mal an! Ich sag, willst du die Leute hier den Spaß versauen? Ich sag, wenn du da schwimmst und da kommen die Wellen bei deinem Körpergewicht. Du bist ein Wellenbrecher, da kriegen die Kinder da nichts mehr mit. Mach, dass du aus dem Wasser rauskommst. Ja, das hat gewirkt, hör mal. Das hat gewirkt. Die Leute, yeah, danke. Und die blauen wieder im Wasser, yeah, jetzt haben wir wieder Wellen, weißt du? Immer so ist das abgegangen. Richtig cool, ne? Und den letzten, ne? Der war ganz cool. Den habe ich aus dem Wasser rausgeholt, ne? Und sag, komm mal raus, mein Freund, ne? Ich sag, du, mein Freund, du kommst raus. Wieso? Ich sag, komm mal raus, jetzt wird peinlich für dich, mein Junge, ne? Er kommt raus. Ich sag immer, darf man das? Was denn? Ich sag, du hast dich Wasser gepisst! Ich sag, darf man das? Weißt du, ich sag, das machen doch alle. Ja, das sicher machen doch alle, aber nicht vor 5 Metern, Brett, du Arsch! Ich sag, wenn du das noch einmal machst, da frisst du eine Chlortablette, da kannst du reinpissen, wie du willst. Das hat gesessen. Mal, das hat gesessen, ne? Ja, und so habe ich schön meine Zeit da verbracht. So, schön in den Krugerbad, ne? Und wenn ihr da auch mal Lust zu habt, ne, da könnt ihr euch nämlich bewerben. Unter www.grugerbadsuchbademeister.de, ne? Ne? Der Sommer war zwar ein bisschen knapp dieses Jahr, ne? Aber ich bin trotzdem zu meinen Kosten gekommen, ne? Ich wünsche euch